Erstmal einen wunderschönen guten Morgen, zumindest für mich ist es morgen, für euch ist es vielleicht Mittag oder Abend, aber erstmal herzlich willkommen. Das Thema Handspindelmäher. Wir haben sehr viele Handspindelmäher schon getestet. Für 100 Euro, für 200 Euro akkubetrieben, nicht akkubetrieben. Und alle Handspindelmäher haben uns nicht wirklich überzeugen können. Die haben alle Rippchen reingemacht, die waren alle nicht so ideal. Ja, was will man groß erwarten für 300, 400 Euro? Und da haben wir dann ja auch viele durchgetestet und haben dann auch festgestellt, dass es generell beim Thema Spindelmäher extreme Unterschiede gibt. Von ganz teuer, wir haben schon Spindelmäher getestet, die haben, die kosten irgendwo einen Kleinwagen. Wir haben Spindelmäher, wie gesagt, um 100 Euro getestet. Und wir haben festgestellt, dass es, wie gesagt, sehr viele Unterschiede gibt. Ich habe ja auch privat sehr viele Spindelmäher. Der hier zum Beispiel, der ist ja schon über 20 Jahre alt, hat ein sehr gutes Schnittbild, alles gut. Und gerade was das Thema Schnittbild angeht, da unterscheiden sie sich extrem. Hier bitte nicht wundern, das ist der neue Cambridge, den haben wir aktuell da zum Testen. Kommt vielleicht auch noch ein Video. Dann gibt es ja auch Spindelmäher, reine Greensmäher, sowie der Protea, der auch dementsprechend teuer ist, keine Frage, aber halt wirklich ein sagenhaft gutes Schnittbild hat. Und da stellt sich doch die Frage, ob ein normaler Handspindelmäher mit einem Schnittbild von einem Profispindelmäher mithalten kann. Und aus dem Grund möchte ich euch heute meine Erfahrung von über, ich glaube, 9 Monaten vom Falkenstein einfach mal mitteilen. Wir haben den Falkenstein ausgiebig getestet, auf Herz und Nieren getestet und ich würde heute auf alle Vor- und auf alle Nachteile beim Falkenstein eingehen und deswegen würde ich sagen, wir gehen Richtung Main Green, denn da ist er aktuell immer im Einsatz. So, fahren wir mal Richtung Main Green. Ich fahre immer außen rum, weil ich mein Schnittbild, jetzt bin ich krumm drauf, weil ich mein Schnittbild nicht wirklich versauen möchte, wenn ich immer über meinen Rasen drüber fahre. Dann habe ich immer ungewollte Spuren drin. Deswegen fahre ich immer außen rum. Ja, wie gesagt, wir haben den Falkenstein schon seit letztem Jahr und er ist bei uns wirklich regelmäßig im Einsatz. Ich habe ihn wirklich auf alles getestet, weil, und deswegen dauert das Video oder hat es auch so lange gedauert, bis das Video kommt, weil wir gesagt haben, wir wollen wirklich komplett alles testen. Wir wollen alle Negativpunkte aufdecken und wir wollen auch alle Vorteile aufdecken. Ich glaube, wir fangen mal ganz von vorne an. Der Falkenstein ist nicht für jeden gedacht. Und auch nicht für jeden gemacht. Und das sollte euch auch bewusst sein. Der Falkenstein ist ein Handspindelmäher, der kein Motor hat, kein Akku, kein Benzinmotor, der hat keinen Antrieb. Die Spindel wird auch nicht motorbetrieben angetrieben, sondern die Spindel wird angetrieben, indem ich den Mäher vorwärts bewege. Und genau das ist der Punkt. Wenn ich ihn vorwärts bewege, brauche ich Kraft. Ich brauche ordentlich Kraft. Und das ist auch der Grund, warum ich persönlich, aus meiner persönlichen Erfahrung, sprechen kann und kann sagen, dass der Falkenstein eigentlich für Flächen gedacht ist, die A, keine Hanglage haben, weil sobald ein bisschen ein Berg kommt, ist er extrem schwer zu schieben. Ist klar, weil der wiegt um die 45 Kilo oder so und das ist halt schon ordentlich. Das ist Punkt 1. Punkt 2, ich würde niemals für große Flächen den Falkenstein empfehlen. So 100 bis 100 Quadratmeter ist okay, an 150 Quadratmeter ist schon, würde ich persönlich nicht machen. Für so kleine Flächen, für so ein Green, für 50, 70, 80 Quadratmeter ist er wirklich richtig, richtig gut. Da ist er echt eine Alternative zum Motorbetriebenen, weil der ist extrem leise. Ich kann ihn
wirklich sonntags, ich kann sonntags mähen, ich kann nachts um 3 mähen, das interessiert keinen, der ist wirklich extrem leise. Und das ist auch der Grund, man darf von dem Falkenstein nicht zu viel erwarten. Und da bin ich auch ganz ehrlich, wir haben ganz am Anfang kurz ein Video gebracht, wir haben ihn kurz vorgestellt und da haben wir auch gesagt, wir sind nicht wirklich so begeistert. Muss ich auch dazu sagen, meine Erwartungshaltung war die, dass ich meinen kompletten Rasen damit mähen kann, meine 300 Quadratmeter. Und das ist einfach falsch, weil man muss immer bedenken, ich muss ihn vorantreiben. Deswegen ist er wirklich nicht für jeden gedacht und gemacht. Doch diejenigen, die sich bewusst sind, was sie hier kaufen, die bekommen ein verdammt gutes Gerät. Und aus dem Grund würde ich einfach mal sagen, wir gehen erstmal auf das Design ein, weil ich finde, das sieht mega gut aus. Und er sieht nicht nur gut aus, er ist einfach fantastisch geil verarbeitet. Ja, qualitativ ist er, wie gesagt, von der Verarbeitung, von der Materialauswahl, ist er wirklich erste Sahne. Da gibt es gar nichts, wirklich rein gar nichts zu meckern. Und jeder, der meinen Kanal oder unser Kanal kennt, der weiß, wie ich bin. Und ich bin einer, den kann man eigentlich nicht zufriedenstellen. Aber der Falkenstein, der wurde, Punkt Nummer 1, komplett in Deutschland. Also er ist made in Germany, 100%. Das sieht man, das spürt man, das ist einfach fantastisch. Und jeder einzelne Falkenstein wird in einer Manufaktur von Hand zusammengebaut. Das sind viele Teile, das sind alles, also fast alle Teile sind eigentlich Spezialanfertigungen. Es ist nichts Fließbandarbeit und das ist schon richtig, richtig geil. Ja, wenn man so einen Fetisch Rasen hat und wenn man so die ganzen Spindelmäher-Männer und Technik und Maschinen, die sind ja immer gleich begeistert, aber das Teil begeistert einen wirklich zu 100%. Aber, und jetzt kommen wir auch zu einem Punkt, aber das kostet viel Geld. Das muss auch jedem bewusst sein, denn der Falkenstein, der kostet aktuell, habe es jetzt nicht richtig im Kopf, ich meine 2.400 Euro. Ja, 2.500 Euro ist viel Geld. Ist verdammt viel Geld. Aber ihr könnt für ein paar Euro Aufpreis, könnt ihr noch eine Sonderlackierung wählen. Und das ist auch eine Sonderlackierung. Die Ralton, glaube ich, 7013, wenn mich nicht alles täuscht. Braungrau. So, sieht saugeil aus. Und vor allem, was auch geil ist, es ist ein absolutes Unikat, den gibt es nur einmal, weil jeder Falkenstein, der nicht vom Band, sondern vom Tisch läuft, der kriegt eine Nummer. Und wir haben die Nummer 006. Also ist es einer der ersten Handspindelmäher, einer der ersten Falkensteine, die vom Band oder vom Werktisch gelaufen sind. Wie gesagt, die Qualität ist schon richtig, richtig gut. Ja, ihr seht vielleicht, es fängt schon an bei der Walze, bei der Heckrolle. Die Heckrolle, die ist wirklich aus einem sehr dicken, ich würde es mal sagen, 3, eher 4 mm Edelstahl. Und das ist auch, wenn man da hinklopft, die ist einfach nur brutal massiv, die ist super geil verarbeitet, auch die Rundung. Und die ist sowas, die ist natürlich zweigeteilt, logisch, aber wenn ich hier drüber lang, sowas habe ich noch nicht gesehen. Ich hatte noch keinen Spindelmäher, der so eine geile Heckrolle hatte wie der Falkenstein. Auch das Differential, das da drin ist, das greift sofort. Das ist stufenlos. Das gibt es so auch nicht oft. Es gibt viele Spindelmäher, die im mittleren Tausenderbereich liegen. Die haben ein deutlich schlechteres Differential als der Falkenstein, weil sobald ich den drehe, die Heckrolle, die teilt sich sofort und eine geht vor, eine geht zurück, richtig gut gemacht. So wie ich mir sagen lassen habe, ist auch die Heckrolle das teuerste an dem ganzen Spindelmäher, weil da sehr viel Know-how drin steckt, sehr viel Arbeit drin steckt, sehr viel Liebe drin steckt. Und die haben sich dann auch, was Thema Gewicht angeht, ja, er ist schwer, das ist aber auch gut so, weil durch das Schwere bleibt er satt auf dem Rasen liegen, er macht richtig geile Streifen rein, das sehen wir nachher. Und die haben hier auch Ausgleichsgewichte drin, auch wenn ich den hier mal anhebe, der ist komplett gleich, bis auf 100 Gramm ist er gleich von links nach rechts und da ist er wirklich komplett ausgetüftelt. Ja, ich will das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Es sind auch so Kleinigkeiten wie der Griff. Ich finde den Griff hier einfach nur fantastisch gut. Das sind Fahrradgriffe aus Kork,
Die sind einfach nur mega ergonomisch, die liegen super in der Hand, man kann alles dementsprechend verstellen. Es ist egal, wo man hinschaut, wahrscheinlich vergesse ich das ein oder andere, aber wie gesagt, ich will das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Er ist egal, wo ich hinschaue, einfach nur fantastisch verarbeitet. Er sieht einfach nur hochwertig aus, fühlt sich hochwertig an. Ich glaube, ich schwärme schon viel zu arg. Ja, kostet natürlich, wie gesagt, viel Geld, aber ist natürlich richtig, richtig edel. So, das Einzige, was wie hier jetzt nicht so ideal ist, also er ist super ausbalanciert, von vorne nach hinten, er ist sehr leicht, er ist nicht zu schwer auf der Frontrolle, alles gut, der ist wirklich super ausbalanciert. Was aber nicht so ist, wenn ich jetzt meine Spindel überprüfen möchte, ob die auch ordentlich schneidet, er bleibt nicht unten, er kommt im Prinzip immer wieder hoch. Das finde ich etwas schade. Dazu gibt es aber eine Wartungsposition, da mache ich die Schrauben auf und dann kann ich den Griff nach vorne klappen und kann den ganzen Mäher umklappen. Ist eigentlich gut gedacht, finde ich aber etwas kompliziert. Also kompliziert nicht, etwas aufwendig. Ich muss jedes Mal einen Schraubenschlüssel holen, muss 4 Schrauben lösen, eine komplett rausmachen, muss es umlegen. Finde ich jetzt nicht so ideal, das können wir nachher kurz mal zeigen. Finde ich jetzt nicht ideal. Besser hätte mir gefallen, wenn ich irgendwie so einen Stift hätte, wo ich hier rausziehen kann. Habe ich auch vorgeschlagen, dann hieß es aber, dass es enorm die Stabilität nimmt, was ich mir auch vorstellen kann. Und dadurch wirkt auch etwas billiger und das wollten sie eigentlich vermeiden. Ja. Prinzipiell vom Griff, den kann man auch im Winter hier mit einer Flügelschraube, mit einer Rändelschraube besser gesagt, kann man den wegmachen, kann den Griff einklappen und dadurch nimmt er dann auch nicht so viel Platz weg. Die Heckrolle hat noch einen Bürstenabstreifer dran, der funktioniert richtig, richtig gut. Ihr seht jetzt auch, hier ist zum Beispiel noch was dran. Und wenn ich jetzt zurückgehe, dann wäre im Prinzip alles weg, beziehungsweise ich muss vorgehen, so ist es. Also funktioniert richtig gut, die Abstreifer. Ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zum Thema Spindel, zum Thema Schneiden. Und bevor ich jetzt hier anfange, jetzt dürft ihr mal sehen, was der Falkenstein, ihr hört es vielleicht auch, er ist extrem leise und er schneidet wirklich sagenhaft das Gras ab. Hört sich ein bisschen sandig an, ich habe erst mein Green gesandet, deswegen nicht wundern. Die Spindel, ich würde es einfach mal sagen, ich mache ihn mal kurz auf Wartungsposition, machen wir so, dann zeige ich euch mal genau die Spindel, was da der Vorteil ist, beziehungsweise was da so einzigartig ist. So, also wie erwähnt, muss man da dann 4 Schrauben lösen und das ist auch so ein Punkt, kommt bitte mal her. Das ist was, ich finde es extrem schade. Es lässt sich nicht vermeiden, aber jedes Mal, wenn ich ihn in Wartungsposition stelle, ich kann hier noch so gut alles sauber machen, er verkratzt hier und das finde ich einfach schade. Ein Gerät, das so teuer ist und man kann einfach, egal wie man es macht, ich krieg's nicht hin, dass er nicht verkratzt und da blutet einem schon das Herz. Also das ist wirklich, ja. Finde ich echt schade. Da hätte man sich vielleicht irgendwas einfallen lassen können oder müssen. Und wenn ich, jetzt wisst ihr es, bitte achte da drauf, bitte immer vorher sauber machen. Ja, das ist die Wartungsposition. Jetzt rollt er mir schön weg. So kippe ich ihn um. Jetzt kann ich ihn im Prinzip einmal umkippen. Und das ist jetzt auch schon ein Punkt. Hier sind eigentlich ein Kantenschutz dabei, damit ich ihn umkippen kann. Habe ich jetzt aber nicht mehr den Kantenschutz, wenn ich jetzt umkippe. Klar kriege ich dann natürlich hier extreme Kanten in meinen Rasen rein. Ich mache Macken rein, ist natürlich nicht so ideal. Wenn ich ihn auf ein Pflaster stelle, dann verkratze ich den Lack. Auch nicht ideal, also kleiner Tipp, legt da was drunter. Ich denke, dass es da auch produktionsbedingt nicht anders ging, beziehungsweise es hätte einfach, sorry, scheiße ausgesehen, wenn da eine Plastikkante von Werk aus dran gewesen wäre. Aber wie gesagt, die liefern was mit und deswegen könnt ihr dann dementsprechend das auch einfach behalten, aber ihr müsst es halt immer holen und das finde ich halt auch schon ein bisschen blöd. Naja, egal. Ist gut. Die Frontrolle. Die Frontrolle gab es anfangs profiliert. Mit der waren wir gar nicht begeistert. Obwohl es das gleiche Design ist, wie wir bei den Allets hatten, wie ich beim Rover hatte oder habe, weil einfach durch das Schieben ich sehr viel Druck auf die Frontrolle drauf bekomme und dadurch habe ich Längsrillen reinbekommen. Und die hat man dann wirklich auch
mehrere Tage gesehen und das war nicht gut. Seit wir die glatte Frontrolle haben, ist der Mäher einfach deutlich besser. Er schwänzelt ein bisschen, ist aber nur bei hohem Gras. Bei tiefem Gras habe ich das Problem nicht. Aber das Schnittbild ist wirklich richtig, richtig gut. Ja, das ist schon mal das Untermesser, ein sehr massives Untermesser. Sieht gut aus, fühlt sich hochwertig an, das ist in Ordnung. Und die Spindel, das ist jetzt eine 8-Blatt-Spindel, die kann man mit 6-Blatt, 8-Blatt und 10-Blatt bestellen. Diese hier soll jetzt für Schnitttiefen, ich habe es nicht im Kopf, ich glaube 12 bis 16 oder so sein, 10 bis 16, so um den Dreh. Für mein Green ist er nicht ideal, da sollte ich eine 10-Messer-Spindel haben, aber er war anfangs nicht für mein Green gedacht, sondern er war eher für meine 14 mm gedacht. So, die Spindel selbst hat einen Hinterschliff und eine hinterschliffene Spindel ist sehr aufwendig zum Produzieren, die ist auch sehr teuer und das ist eh eine Spindel, ich sage es euch ganz ehrlich, sowas habe ich noch nicht erlebt. Sowas habe ich noch nicht erlebt, bei allen Spindelmähern nicht. Das ist, ich habe keine Ahnung, wie sie es gemacht haben, ich habe auch nachgefragt. Da, sie wollten nicht drauf eingehen, es hieß nur, dass es ein spezieller, extrem gehärteter Kohlenstoffstahl ist. Das ist Wahnsinn, wirklich brutal. Die Spindel ist jetzt 9 Monate alt, die wurde nicht einmal nachgeschliffen, die wurde nicht einmal gebacklappt. Und der Wahnsinn, wo ich das Green angelegt habe, habe ich gesandet und habe dann gleich auf 5 mm gemäht. Und ich musste ja irgendwo, irgendein Mäher musste ich nehmen. Und da bin ich jetzt auch ehrlich, ich wollte meinen Rover nicht nehmen, weil ich gedacht habe, nee, der Rover, der ist mir einfach zu schade, weil auch die Spindel nachzuschleifen beim Rover ist einfach mega aufwendig. Jetzt nehme ich einfach den Falkenstein, den müssen wir eh testen. Ja, und wenn die Spindel stumpf ist, dann schicke ich ihn einfach wieder ein zum Hersteller und sage, du, Spindel stumpf, schleif mal nach. Aber er hat die ersten Tage und die ersten 2-3 Wochen auf dem Green mehr Sand gemäht als Gras. Das hat geraspelt, das hat richtig, richtig wehgetan. Und es tat mir auch echt leid, aber ich hatte keinen einfachen Spindel mehr. Deswegen musste der Falkenstein herhalten. Und was soll ich sagen? Die Spindel ist jetzt noch, obwohl ich es nicht nachgeschliffen habe oder gebacklappt habe, die ist immer noch brutal scharf, die schneidet immer noch Papier. Und da frage ich mich, was ist das für eine Qualität? Ich habe keine Ahnung, wie sie es gemacht haben, aber es ist einfach absolut fantastisch. Für alle, die jetzt nicht wissen, was ich hier mache, das ist ein ganz normales 80 Gramm Papier. Und mit dem Papier schaut man, wie scharf die Spindel ist. Und die Spindel sollte so eingestellt sein, dass sie möglichst keinen Kontakt hat, dass sie kontaktlos ist, aber Papier schneidet. Und das ist am Anfang mit fast jedem Spindelmäher möglich, zumindest mit den hochpreisigen. Und wenn man dann mehrmals gemäht hat, ist es nicht mehr möglich, weil die Spindel sich verstellt, leicht unscharf wird etc. Der Falkenstein, ihr dürft es einmal hören, Finger, Achtung. Sie ist komplett, ich kann es auch so machen, sie ist komplett kontaktlos. Ihr hört nur die Kette hier drin, aber die Spindel ist kontaktlos. Aber das Papier wird absolut sauber abgeschnitten. Und das ist wirklich absolut fantastisch. Die Spindel ist kontaktlos einzustellen, aber Papier wird trotzdem geschnitten. Und das nach der Strapazen, was der Falkenstein hatte, habe ich noch nie erlebt. Bei allen anderen Spindelmähern, die sind beim normalen Einsatz, nach ein paar Wochen muss man sie etwas nachstellen, da muss man ein bisschen vor, ein bisschen zurückgehen, vielleicht ein Backlapping machen. Beim Falkenstein, ich habe sie einmal eingestellt, vor 9 Monaten, und habe sie nicht einmal nachstellen müssen. Wenn ihr sie nachstellen wollt, zeige ich euch nachher, kann man hier an den Schrauben nachstellen. Und dann drückt ihr das Untermesser näher an die Spindel oder auch nicht oder weiter weg. So, ein großer Punkt bei den Spindelmähern, zumindest bei ein paar Spindelmähern, war immer der Abstand von der Spindel zum Rasen. Und viele waren da so 2 Zehntel, 3 Zehntel, manche sogar 2 mm hatten wir auch schon. Und dadurch hat er eine Kante reingeschnitten. Ja, der Falkenstein, der ist so präzise verarbeitet, die hat auch kein Spiel, die Frontrolle, das ist auch schon mal richtig gut. Viele haben hier von der Höheneinstellung ganz viel Spiel, der hat hier gar kein Spiel. Das passt was nicht, Moment. Jetzt da. So, ich bin aktuell bei 5,7 mm, wo ich hier eingestellt habe.
Jetzt gehen wir mal rüber. Jetzt schauen wir hier. Das ist ein bisschen. Hier bin ich bei 5,74 und was hatte ich gerade? Ich glaube auch so rum. Also ihr seht schon, der hat nicht wirklich 5,75. Also ihr seht schon, das ist wirklich, wirklich wahnsinnig gut. Der ist wirklich auf Zehntel, eigentlich auf ein Hundertstel genau eingestellt von Werk aus. Und das ist schon richtig gut. Da merkt man auch wieder die Qualität. Bisher wirklich astrein. Ja, ansonsten, ich kippe mir jetzt wieder um. Genau, zur Spindel wollte ich noch sagen. Wir haben dann auch nachgefragt wegen der Spindel, warum die so hart ist, wie, wo war's. Wie gesagt, sind sie nicht groß drauf eingegangen. Die Welle hier drin ist auch mal richtig massiv. Das sind, glaube ich, 25 mm die Welle. Also da verzieht sich auch nichts. Die läuft da absolut sauber. Möchte ich keinen Finger reinbekommen. Das Einzige, was es hieß, die haben spezielle Pendellager drin. Das sind japanische Pendellager, die extrem verschleißarm sein sollen. Und auch, so wie es ich verstanden habe, ich habe mal ein YouTube-Video gesehen, die können nicht nur eine Richtung, sondern die pendeln. Und dadurch gleichen die auch andere Kräfte noch aus. Und dadurch sind sie so extrem verschleißarm. Kann ich mir vorstellen, dass die deutlich teurer sind als normale Lager. Aber wie gesagt, hier wurde nicht Material gespart, sondern hier wurde ganz klar einfach nur darauf geachtet, dass man extrem hochwertig ein Spindelmäher verbaut. Ja, und das ist jetzt der Punkt, was ich gesagt habe, warum ihr was drunter legen sollt. Schaut das mal bitte an, das ist sehr ärgerlich in diesem Punkt hier. Da habe ich jetzt natürlich ordentliche Rillen drin und ordentliche Macken drin. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber wie gesagt, was drunter legen. Und wäre gut, wenn da irgendwie hier hinten noch irgendwas dran wäre, wo dann die Last noch etwas verteilt, das wäre gut. Aber es sind wirklich Kleinigkeiten. Ja, ansonsten würde ich jetzt einfach mal sagen, ich mähe mein Green. Ich habe jetzt eh Bock drauf. Wetter ist noch gut, dann mähe ich jetzt kurz. Dann dürft ihr auch mal das Geräusch hören. Der ist wirklich, ja, ist ein Sonntagsmäher. Zum Thema Wartungsposition will ich noch sagen, ja, er hat Kanten reingemacht, aber man muss auch sehen, ich muss ihn nicht wirklich oft in die Wartungsposition machen, weil, wie schon erwähnt, die Spindel, die verstellt sich gar nicht. Und wenn, dann kann man die natürlich auch, den Papiertest, den kann man natürlich auch so machen. Ich mache es immer so, dass ich den Mäher hier runterdrücke, stehe hier mit dem Fuß drauf und dann kann man auch das dementsprechend hier so einstellen. Und die Höhe zum Überprüfen komme ich jetzt im Prinzip auch hin. Und wenn mir das nicht reichen sollte, ich kann auch hier was drauflegen, klar. Wenn das nicht reichen sollte, muss ich auch dazu sagen, ist hier eine Schnitthöhenanzeige. Und die ist wirklich sehr genau, das sehen wir gleich noch. Was ich euch jetzt noch zeigen wollte, ich habe es noch aufgemacht. Das ist die Abdeckung, Kunststoff. Da ist auch eine schalldämmende Maßnahme drin, dass mehr Masse da ist. Er wird im Prinzip mit einer Kette angetrieben, einmal vom Großen aufs Kleine. Was auch cool ist, was auch dabei ist, ist ein Backlapping, eine Backlapping-Funktion. Wenn er dann umgekippt ist, kann ich die im Prinzip hier aufstellen, aufschrauben. Und dadurch kann ich ihn dann rückwärts laufen lassen, damit ich ein Backlapping mache. Aber wie gesagt, bisher habe ich es noch nicht machen müssen. Und ja, das zeigt eigentlich auch die extrem gute Qualität. Also er sieht nicht nur optisch gut aus oder ist wie manche im Schein ganz gut hochwertig. Und hinterher stellt sich dann raus, dass er dann doch nicht so hochwertig ist. Hat er mal auch schon. Ich sage jetzt keine Namen. Aber beim Falkenstein, deswegen wollten wir ihn ja sehr lange auch testen, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht noch einmal irgendein Produkt vorstellen und sagen, der ist gut und dann ist er doch nicht gut. Deswegen haben wir den jetzt einfach so lange auch getestet. Ja, Schnitthöheneinstellungen, ihr seht es auch. Und die, also da auch ganz großen Respekt, da hatten wir ja auch schon und ich kenne es auch von anderen YouTube-Videos, dass manche Hersteller eine Skala dran haben mit, keine Ahnung, zeigt 10 mm an und effektiv schneidet er 15 mm oder andersrum. Und das ist beim Falkenstein, ich drehe mal in die Sonne, dann sieht man vielleicht ein bisschen besser. Das ist beim Falkenstein hier wirklich richtig gut. Vorhin haben wir gemessen, 5,7 hat es angezeigt und er zeigt auch zwischen 5 und 6 an, wenn ich genau runtergehe. Ja, genau, zeigt 5,6 an. Also 5,5, so zwischen 5 und 6. Und da sieht man auch wieder, dass das wirklich richtig, richtig gut ist. Ja, prinzipiell, Spindel habe ich vorhin schon erwähnt, vom Einstellen her,
Ihr habt hier Schrauben, einmal links, einmal rechts. Und wenn ihr die Schraube so rumdreht, gegen den Uhrzeigersinn, kommt das Untermesser näher an die Spindel. Dreht ihr andersrum, wird es lockerer. Und hier stellt ihr die Höhe ein. Die Höhe lässt sich wirklich sehr gut einstellen, sehr leicht einstellen. Und wie gesagt, auf die Anzeige könnt ihr euch definitiv verlassen. Und hier habt ihr auch noch einen Abweiser, der dann das Gras in einen besseren Fangkorb reinwirft. Ja, Fangkorb ist auch dabei, haben wir noch gar nicht gezeigt. Da holen wir gleich, ich mähe jetzt. Und da sind dann auch hier die Abweiser dran, die bringen sehr viel. Das bringt so viel, dass das Gras gleichmäßig in den Fangkorb reingeworfen wird. Das fehlt mir jetzt aktuell bei meinem Greensmäher und das vermisse ich wirklich. Ja, ansonsten denke ich, gibt es nicht mehr viel zu sagen von dem Falkenstein. Jetzt würde ich einfach sagen, Fangkorb, mähen und dann schauen wir uns mal das Schnittbild an. Das ist der Fangkorb aus Kunststoff. Das ist der Fangkorb, ich nenne jetzt mal Fangkorb V2. Das ist die zweite Version. Die erste Version, mit der waren wir nicht wirklich glücklich und auch nicht wirklich zufrieden. Da haben sie nochmal nachgebessert. Das Grunddesign ist gleich geblieben. Und hier kam jetzt noch Metall dazu mit schönem Griff, der ist richtig gut. Und jetzt fängt er auch das Gras richtig. Der hat vorher das Gras immer drüber geworfen. Egal was man eingestellt hat, er hat es immer drüber geworfen. Und jetzt fängt das richtig gut. Also der Fangkorb gibt es gar nichts mehr dran auszusetzen. Der ist richtig gut. Und man sieht auch schon wieder hier, ich komme mal näher, schaut euch das mal an. Das ist wirklich 3 mm Edelstahl, wo ich mich frage, was geht mit euch? Was geht mit Zylindermauer Germany, mit Rasenspecht, dass man wirklich schon allein solche Details so sagenhaft gut verarbeitet und sieht nicht nur gut aus, es hat natürlich auch einen Funktionszweck, damit ich ihn sauber und gut einhängen kann. Einhängen tut man ihn hier, das geht wirklich auch extrem schnell, sehr einfach. An den Schrauben passt einfach rein, Thema erledigt. Er wackelt nicht, er scheppert nicht, alles gut. Okay. Dann mähen wir mal und ihr hört eigentlich auch nur das Gras schneiden. Also hier war ich ja vorhin schon und ihr hört, dass das Gras richtig toll geschnitten wird. Da gibt es gar nichts dran auszusetzen. Ich habe jetzt, wie erwähnt, ich habe eine 8-Messerspindel und die 8-Messerspindel, die ist für Schnitttiefen von 5 mm oder 5,5 mm, sage ich jetzt mal, nicht geeignet. Hier sollte man wirklich eine 10-Messerspindel haben. Aber wie gesagt, der war eigentlich für was anderes gedacht. Und jetzt muss ich halt immer zweimal drüber gehen. Muss ich immer zweimal drüber gehen, damit ich auch wirklich einen richtig schönen Schnitt habe. Weil, wie gesagt, die Spindel, die macht zu wenig Schnitte pro Meter. Ich hätte da eine 10-Messer-Spindel reinkaufen sollen. Und dann wäre das Ganze natürlich nochmals deutlich besser. Ja, ihr seht es auch, die Spindel läuft gut nach. Das ist auch gut, wenn ihr jetzt in Ecken oder in Bereiche kommt, wo ihr keinen Platz mehr habt, wo ihr nicht weiter schieben könnt, weil die Spindel wird dann nicht angetrieben, aber die läuft so gut nach, dass man dann auch ohne Probleme noch in Ecken rein kann und sie nachlaufen lassen kann und wird dann trotzdem ganz gut geschnitten. Ja, Kanten macht da keine rein, das ist ein sehr großer Punkt. Es gibt Spindelmäher für 6.000 Euro, die machen Kanten in den Rasen ohne Ende, bekommt der Hersteller nicht in den Griff. Der Falkenstein macht natürlich keine Kanten rein. Ich muss aber dann auch darauf achten, dass ich immer gleichmäßig schiebe. Wenn ich natürlich rechts oder links mehr drücke, dann bringe ich auch mehr Druck auf den Mäher. Und dadurch kann schon sein, dass mal eine Kante reinkommt. Aber das liegt dann im Prinzip am Bediener. Ja, jetzt mähe ich noch quer. Und ihr seht auch, das ist auch ein Punkt, woran man erkennt, dass die Spindel nicht dafür geeignet ist, für die extremen Schnitttiefen. Weil jetzt immer noch sehr viel weggeht. Das habe ich natürlich bei der anderen Schnitthöhe. Außerhalb von meinem Green habe ich das nicht. Da geht nicht mehr so viel weg. Das machen wir jetzt aber auch gleich noch. Ich mache jetzt nur hier kurz fertig, damit ich hier die Schnitthöhe verstellen kann. So.
Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Also, ich habe ja im ersten Video, habe ich mal gesagt, wo wir den mal vorgestellt haben, habe ich mal gesagt, dass er sehr schwer zu schieben geht. Jein. Er geht, es ist natürlich ein Handspindelmäher. Er ist nicht motorbetrieben, das muss einem bewusst sein. Man kommt, außer Atem will ich jetzt auch nicht sagen, sondern man kommt, klar, bei 30 Grad komme ich ins Schwitzen. Aber es ist eigentlich ein Gehen mit ein bisschen Kraftaufwand. Fakt ist hier, je tiefer der Rasen gemäht wird, je ebener die Fläche ist, desto einfacher lässt er sich schieben. Das auf jeden Fall, weil auch wenig weggeschnitten wird. Wichtig ist auch bei einem Handspindelmäher, ihr müsst wirklich jeden Tag mähen. Ihr könnt auch mal alle 2 Tage mähen, das ist auch okay, je nach Wachstum. Aber wenn ihr glaubt, einmal die Woche zu mähen, das funktioniert natürlich nicht. Da ist ein Handspindelmäher nicht dafür geeignet. Weil wenn ich mehr als 2-3 mm wegschneide, dann, und vor allem ich habe einen dichten Rasen, dann merkt man das natürlich schon, dann geht das sehr schwer zu schieben. Bei meinem Rasen, bei meiner Supina, hier habe ich jetzt 14 mm, hier wie gesagt 5,5, so um den Dreh, da geht es deutlich besser und da, wo er dann dichter ist und ich auch mal mehr wegschneide, da merkt man es dann. Was auch noch richtig cool ist, das habe ich auch noch nicht gesagt, das finde ich mega, exakt da, wo die Frontrolle aufhört, fängt die Spindel an. Und die Spindel ist so scharf, die geht komplett bis raus. Das heißt, ich kriege hier richtig, richtig geile Konturen rein. Und das ist halt schon auch einzigartig. Habe ich mit keinem mehr von mir, sondern da ist der Falkenstein schon richtig gut. Und dadurch, dass der Falkenstein auch sehr kurz ist, von der Front zur Heckrolle, kann ich richtig gut um die Kurven rumfahren. Also auch ideal für kleine Gärten. Da ist er echt super. Und für das ist er eigentlich auch gemacht. Der ist so mega handlich. Die Heckrolle ist beim Wenden, ich hatte noch nie so eine schonende Heckrolle als diese hier. Ich kann die jetzt auf dem Green bei 5 mm auf dem Punkt komplett drehen und ihr habt da wirklich keine Kanten, keine Macken oder keine Beschädigungen im Rasen. Und das ist halt richtig, richtig toll. Also da merkt man schon wieder die Qualitäten, vor allem auch die Größe der Heckrolle, dass die Heckrolle dementsprechend groß gefertigt wurde, ganz glatt ist, nicht geriffelt ist. Das ist ein ganz, ganz, ganz großer Punkt. Eine geriffelte Heckrolle hat mein Rover zum Beispiel. Der ist richtig schlecht, was das angeht. Der macht so dermaßen Beschädigungen in den Rasen. Würde ich euch nicht empfehlen, wenn der Rasen dann ein bisschen lückig ist, da reißt ihr alles auf. Das macht definitiv keinen Sinn. Deswegen Finger weg von geriffelten Heckrollen ist nicht so meine Empfehlung. Ja, jetzt würde ich sagen, 5 mm. Schauen wir uns einfach mal das Ergebnis an. Finde ich richtig geil. Hier ist mein Green deutlich dichter. In dem Bereich, da habe ich irgendwie Probleme. Ich weiß nicht warum. Ich habe da irgendwie Probleme. Da wird er einfach nicht so dicht. Aber hier, das Green muss ich auch sagen, das Green ist erst ein paar Wochen alt. Der ist schon mega. Der sieht richtig, richtig gut aus. Der wird immer dichter, richtig cool. Viel Pflege und dann wird er schon. Das Schnittbild generell ist wirklich sagenhaft gut. Da gibt es auch jetzt, wenn ich zweimal drüber gehe im Green, da gibt es gar nichts. Ich hätte einfach mal gesagt, ich hol mal ein Schnitthöhenmesser. Und dann schauen wir uns die Schnitthöhe mal genauer an. Und schauen auch mal über den Rasen drüber, weil das sieht schon richtig, richtig gut aus. So, das ist ein Schnitthöhenmesser. Da kann man so über den Rasen drüber schauen. Hier ist ein Spiegel und hier ist eine Spiegelschriftskala. Und da sieht man dann, wie viel Millimeter der Rasen hat und vor allem, wie viel Halme da stehen bleiben. Boah, das ist schon absolut, absolut geil. Der hat wirklich exakt, und das ist halt mega cool, der hat genau, ich hätte jetzt gesagt 5,7 mm. Also er ist kurz vor 6 mm und da steht so gut wie kein Halm mehr. Das macht er schon richtig gut. Alter, Wahnsinn. Der Falkenstein ist schon ein richtig, richtig guter Mäher. Schnittbild passt. Schnittqualität ist sagenhaft gut. Schnittbild passt. Zumindest, wenn man halt zweimal oder dreimal drüber geht, bei einer 8-Messerspindel. Bei dem kurzen Gras. Wie gesagt, ist nicht so ideal eigentlich. Aber jetzt stellen wir den einfach mal höher. Ich bin hier ungefähr bei 14. Müssen wir uns jetzt rantasten. Da ist auch jeder Mäher anders. Der eine hat 14, je nach Gewicht und je nach Druck, wie der Rasen sich dann verhält,
muss man den entsprechend einstellen, dass ich mal 16 bin, mal 14, mal 13. Das ist dann unterschiedlich, genau. So, hier kann man es ganz schön sehen, wenn ich jetzt verstelle, kommt es richtig schön hoch. Und das haben sie richtig gut gemacht. Sieht man es gut? Ja, denke ich schon. Wenn man hier schön verstellt. Und das passt wirklich exakt auf einen Millimeter. Und das ist schon mega gut. Jetzt stellen wir einfach mal auf ziemlich genau 14. Das müsste passen. Schauen wir mal, ob es zu viel ist. Ist gut. Perfekt. Fangkorb. Da bin ich bei 14. Jetzt machen wir noch diese Fläche hier kurz. Und dann sieht er auch, wie er sich bei 14 mm verhält. Denn da ist er wirklich, da geht er schon etwas schwerer zu schieben. Es hält sich in Grenzen. Aber ihr merkt sofort, wenn Widerstand kommt, dann geht es schon etwas schwerer. Aber ihr müsst keinen Marathon mit dem Teil laufen. Das war auch ein Fehler von mir. Ich bin immer Marathon gelaufen. Ich wollte immer möglichst schnell anschieben und schnell los. Das solltet ihr lassen. Einfach gemütlich laufen, gemütlich schieben. Ja, es ist anstrengender als mit Motorbetriebenen, aber boah, die Streifen sind so abartig. Die sind so abartig geil. Das ist echt Wahnsinn, Wahnsinn. Die Streifen seht ihr übrigens immer mit dem Licht. Gegen das Licht seht ihr natürlich, also gegen die Sonne seht ihr natürlich keine Streifen. Ich mähe jetzt hier bewusst nur einmal, keine zweimal. Es gibt ja manche, die wirklich die Bahnen zwei, dreimal ablaufen, wo ich sage, ich habe auch noch was anderes zu tun. Ich habe noch zwei Kinder, die wollen auch mal etwas von ihrem Papa. Deswegen reicht es meiner Meinung nach einmal drüber und fertig. Und da muss eigentlich auch ein Spindelmäher gut funktionieren. Und da muss er auch gute Streifen reinmachen. Es bringt nichts, wenn ich hergehe und drei, viermal drüber gehe und sage, wow, schaut euch mal die Streifen an. Und der ist mehr platt gedrückt als gemäht. Und ja, das ist immer so ein Punkt, aber egal. So, ihr merkt schon, er schneidet einiges mehr ab als auf dem Green. Er lässt sich aber trotzdem noch gut schieben. Und jetzt schaut euch mal die Streifen an. Und das bei 14 mm Schnitthöhe. Das ist schon richtig abartig geil. Ja, er bleibt für das, dass er nur 40 cm Schnittbreite hat, bleibt er sehr satt auf dem Boden liegen. Es gibt da welche, die fangen sofort an zu kippeln, macht er nicht. Also das ist schon richtig gut, da merkt man auch wieder, dass er sehr gut ausbalanciert ist. Boah, geil, richtig, richtig geil. Oder? Ja, was meint ihr? Also ich find's geil. Ich find's echt richtig gut und man muss auch dazu sagen, die Poa Supina ist nicht gerade bekannt für perfekte Streifen. Die Supina ist eher ein Gras, wo nicht so schöne Streifen macht. Da macht die Lolium deutlich schönere Streifen. Und man sieht ja auch hier in diesem Bereich, da bin ich kurz drüber gelaufen. Und ich glaube, Alex ist drüber gelaufen mit der Kamera. Und da sieht man schon, dass gleich wieder Spuren drin sind. Aber egal. Ich kann ja sonntags mähen. Alles gut. Ja, ansonsten, was ich noch sagen wollte zum Fangkorb. Wie gesagt, er fängt jetzt richtig gut. Ihr seht es auch, hier ist kaum was drauf. Es ist echt gut gemacht. Übrigens haben wir den zugeschickt bekommen. Rasenspecht macht es eh so, dass alle Änderungen, wenn sich irgendwas ändern sollte, alle auch angeschrieben werden, alle auch die Kleinteile zur Verfügung gestellt bekommen. Und das finde ich auch schon richtig gut, dass ein Hersteller nicht irgendwas rausbringt und dann sagt, naja, es gibt halt ein Upgrade und ist halt so. Nein, die versuchen ganz klar, alle Änderungen den Kunden mitzuteilen, den Kunden auch sagen, du, wenn ihr wollt, könnt ihr hier mittlerweile ein Rasenspecht-Logo drauf machen oder ein Falkenstein-Logo, so muss man sagen, so ein Falkenstein-Logo drauf. Gibt so Aufkleber, die wurden dann kostenlos zugeschickt und, wo ich schon sage, solche kleine Details. Aber ich finde, das macht es einfach aus, denn der, wo so ein Mäher kauft, der kauft den nicht, weil er einfach nur Rasen mähen will, sondern der kauft ein Mäher, weil er ihn einfach geil findet, weil das Hobby ihm mega Spaß macht und weil er einfach was kauft für sein Leben lang, weil ich bin einfach der Meinung, diese Qualität vom Spindelmäher, die hält definitiv ein Leben lang. Voraussetzung ist, wenn man es einigermaßen gut pflegt.
Nochmal alles zusammengefasst zum Falkenstein nach unserem neunmonatigen Test. Waren wir zufrieden, waren wir nicht zufrieden? Fakt Nummer eins ist, wenn er die richtige Zielgruppe erreicht, nämlich Rasenflächen, die nicht zu groß sind, die nicht zu lange gewachsen lassen werden, so auf 20 mm, nicht höher, und jeden Tag bzw. jeden zweiten Tag gemäht wird, ist der Falkenstein einer der besten Mäher, den ich je hatte, den ich je testen durfte. Vom Schnittbild, das Schnittbild ist sagenhaft gut, die Schnittqualität ist die beste, die ich je hatte. Die Spindel, ich habe so eine Spindel noch nie gesehen, da kommt kein anderer mehr dran ran, das ist einfach sagenhaft gut. Die Heckrolle, die ist fantastisch gut verarbeitet, sie macht keine Beschädigungen in den Rasen, das Handling ist fantastisch gut. Es gibt am Falkenstein so gut wie nichts auszusetzen. Es sind ein paar Kleinigkeiten wie die Wartungsposition, wo, ihr habt es gesehen, macht ein paar Kanten in den Rasen rein, müsst ihr auf den Asphalt gehen. Das sind aber alles nur Kleinigkeiten und schmälert eigentlich nicht den Gesamteindruck. Eins wäre noch zu erwähnen, dass ein randnahes Mähen an Pfosten kein Problem ist. Da habt ihr ungefähr nur 5 cm, die stehen bleiben. Das ist richtig gut. Jedoch an Mauern, an Hecken ist es nicht so toll, weil der Griff hier relativ breit ist. Das hat auch einen Grund. Durch den breiten Griff könnt ihr ihn richtig gut schieben. Ihr könnt richtig viel Gewicht reinbringen. Er geht leichter zum Schieben. Aber bringt den Nachteil, dass der Griff breiter ist als der Mäher. Und dadurch, wenn die Mauer höher ist als der Griff, ihr wegbleiben müsst und dadurch ca. 25 cm stehen bleibt, plus minus. Aber das sind alles so Kleinigkeiten. Ich wollte es nur erwähnt haben, nicht, dass einer den kauft und hat überall Mauern und Einfriedungen und sagt dann, Mensch Felix, hätte es aber auch was sagen können. Prinzipiell, ja, der Falkenstein ist sehr teuer. Er kostet um die 2.500 Euro mit Sonderlackierung, glaube ich, 2.700. Er ist teuer, keine Frage, aber ihr bekommt einen mehr, der wirklich in der Champions League spielt, der allererste Sahne verarbeitet ist, der eine absolut perfekte Präzision abliefert im Schnittbild, in den Streifen, das Gesamtergebnis fantastisch gut ist. Es sind Komponenten verbaut, es ist sehr viel Edelstahl verbaut, es kann eigentlich nichts rosten, es kann nichts kaputt gehen, der ist so massiv gebaut. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Mäher bei einigermaßen guter Wartung mich überdauern wird. Ich werde nächstes Jahr auch schon 40 und von daher bin ich fest davon überzeugt, dass das eine Investition ist, die ihr einmal tätigt und dann nichts mehr nachkaufen müsst, weil der Mäher wirklich, wirklich solide und präzise verarbeitet ist. Und sonst, es gibt eigentlich nichts, es gibt nicht eigentlich, sondern es gibt nichts mehr Negatives zu erwähnen. Wie gesagt, euch muss bewusst sein, für welche Flächen der gemacht ist, für welche Zielgruppe er gemacht ist, für welche Rasenflächen er gemacht ist. Und wenn ihr das einhaltet, dann seid ihr mit dem Mäher definitiv restlos. Ihr seid begeistert, ihr seid restlos überzeugt. Und da kann ich auch meine Hand dafür ins Feuer legen, dass alle, die einen Falkenstein haben, mich, denke ich jetzt mal, bestätigen können. Wenn nicht, schreibt es einfach in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, was ihr von dem Falkenstein haltet. Für alle, die schon einen haben oder nicht. Richtig geil wäre und ich hoffe, dass irgendwann der Falkenstein als Akkuversion auf den Markt kommt. Das wäre fantastisch, denn dann wäre er auch für größere Rasenflächen geeignet. 300 Quadratmeter aufwärts. Das wäre dann wirklich die Creme de la Creme. Also von daher ein großes Lob an den Hersteller. Und einen großen Ansporn, bitte bringt einen Akku mehr. Das wäre natürlich mein Wunsch, mein Traum. Das wäre richtig geil. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sollten Fragen sein, einfach in die Kommentare. Und ich sage schon mal ciao, bis zum nächsten Mal.